Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben, also ich habe euch jetzt gestern in einem Cliffhanger stehen gelassen. Wir sind hier in Euphorica und müssen jetzt mit der guten Dame hier nochmal quatschen, mit Ayumi. Ja, was willst du? Ich muss irgendwie ins Elektrizitätswerk von Janadyne reinkommen. Nichts, entschuldige die Störung. Du arbeitest für Janadyne, stimmt's? Bevor du weiterredest, möchte ich dir etwas Zeit sparen. Wenn du ein Problem mit deiner Energie hast oder dich über deine Tarife beschweren willst, musst du dich an unseren Kundenservice wenden. Sonst noch was? Ich muss irgendwie ins Elektrizitätswerk von Janadyne reinkommen. Du musst total zugedröhnt sein, denn niemand, der nüchtern ist, würde so etwas sagen. Die Crimson Fleet fragt, nicht ich. Die Crimson Fleet, hä? Das ist interessant. Also, sag mir, wofür braucht Delgado meinen Pass für Janadyne? Ich bin hinter der Verteilernetztechnologie her. Du hattest deine Chance und jetzt nehme ich mir den Pass. Können wir nicht eine finanzielle Vereinbarung finden? Ich bin hinter der Lass Verteilernetztechnologie. mich das mal klarstellen. Ich soll dich reinschmuggeln, damit du die einzig profitable Technologie stehlen kannst, die Janadyne seit Jahrzehnten entwickelt hat? Wenn ich so Ja. ein Risiko in Kauf nehmen soll, wird dich das ordentlich Credits kosten. Wie viel? Ich muss dir keinen einzigen Credit zahlen. Seit wann macht es dir etwas aus, Risiken einzugehen? Hast du eine Ahnung, was Benjamin Beo mit mir macht, wenn er herausfindet, dass wir dieses Gespräch überhaupt führen? Wenn ich dich reinschmuggeln soll, brauche ich einen Plan B. Oder in anderen Worten, ich brauche Geld, um schnell von der Welt verschwinden zu können. Ich muss dir keinen einzigen Credit zahlen. Doch, das wirst du. Wenn du ihn nicht meiner Leiche abnimmst, was dank meiner Seoka-Kumpels hier nie passieren wird, bekommst du den Pass nicht, ohne zu bezahlen. Credit zahlen mehr bekommst du nicht? So viel Geld habe ich im Moment. Wie viel ist denn das? Abgemacht. Hier, nimm diesen 4000 nur? Pass. Oh. Er sollte dich über den Eingang des Lagerraums in die Anlage Nur bringen. 4000? Ich warne dich aber. Sobald du drin bist, befindest du dich in einer Hochsicherheitszone. Da wird bei Sichtkontakt geschossen. Viel Glück. Du Okay, wirst es also. brauchen. Jo, ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet oder so, dass da ein paar Nullen mehr wären. Aber gleich nur 4000. Das geht in Ordnung. Also 4000, tun nicht weh. Alles klar? Jo, Ich alles bin gern klar. hier. Hier kann ich alles andere eine Weile vergessen. Okay, gehen wir mal raus. Ja, ich habe jetzt echt mehr erwartet. Dass ein paar Nullen mehr wären. Ne, okay, ist dann halt so. Bayou-Plaza. So. Sarah, komm mit. Wenn es noch einmal Fisch zum Abendbrot gibt, raste ich aus. Wie oft willst du das noch sagen? Es gibt halt nur Fisch. Und nie tut er was. Der redet immer davon, dass er ausrastet, aber nie rastet er aus. So, da. Ah, dahin muss ich. So. Mit der einen Frau hier haben wir. Haben wir schon? Ne, wir haben mit der einen hier irgendwo noch nicht gesprochen gehabt, ne? Janadyne. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte. Kleiner Tipp. Falls du den Namen Benjamin Bayou hörst, sollten wir uns rasch verziehen. Ne, den legen wir um. Uns kann er ja nichts. Also ich gehe von aus, dass wir stark genug sind, jeden hier auszuschalten, der uns in die Quere kommt. So, begib dich zu Janadynes Energiekern. Schwerer Teilchen zu, nehme ich mal Es mit. verschwindet wohl viel wertvolle Ware, wenn Janadyne seine eigenen Mitarbeiter so genau unter die Lupe nimmt.
So, AMP, komm, nehme ich mit. Deep Raccoon ausgeglichen Rucksack, den lassen wir mal. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. Warte mal. Okay, von hier kann man... Topf mit selbstgebrannten Fläschchen. Noch mehr Fläschchen. Spritze, okay. Erstmal schön überall Fingerabdrücke verteilen. Ich habe so das Gefühl, hier müssen wir lang. Schön leise sein. Keinen Mucks machen. Da müssen wir hin. Sarah, pssst. Leise. Kein Mucks sagen, Sarah. Da oben ist jemand, Sarah. Ich bin hier falsch abgebogen, Sarah. Ich hoffe, die sehen uns jetzt nicht. Boah, der Roboter. Der Roboter ist aber nicht so schlimm, ne? Sarah, mach die Tür zu. Ui. Irgendwie möchte ich den hacken. Aus, wegen Cyberpunk. Hier den Netrunner. Den würde ich gerne machen. Irgendwie hat das schon so leichte Cyberpunk-Feelings für mich gerade hier. Achtung, meine Sensoren erfassen verdächtige Aktivitäten. Meine Feinde in Reichweite. Ich hoffe, das war jetzt eher weniger schlimm. Ah, ich muss jetzt noch dadurch. Na super. Ein Roboter aber kaputt gemacht. Achso, da ist eine Wache. Okay, jetzt eben kurz schauen. Trauma-Pack nehmen wir mit. Ganz langsam. Sarah! Sarah! Boah, ich bin gerade ein bisschen angespannt, sagen wir so. Hier durchzuschleichen? Sieh dir den Durchmesser dieser Leitungen an. Sie müssen gewaltigen Mengen an Strom standhalten. Ja, das glaube ich auch. Aber ich frage mich... Okay, der eine Roboter, der hat uns halt erwischt. Und die Putzroboter hier, die tun ja sonst auch nichts. Denen sind wir egal. Okay, hier ist niemand. Wir müssen hier weiter geradeaus.
Nur eine Sachbeschädigung haben wir jetzt gemacht. Bis jetzt. Ah, oh, die nächste Tür. Sarah? Sarah? Ah, da ist sie. Kann ich hier mit irgendwas machen? Nö. An dem muss ich jetzt vorbei. Warte mal. Einmal kurz schnell speichern. Spinne ich etwa? Zwing mich nicht, dich zu töten. Haben wir verkackt. Ich wollte dran vorbeischleichen, ja? Laden. Schnell speichern hier. Ich wollte vorbei, ohne erwischt zu werden. Ich will ein guter Undercover-Dude sein hier. Obwohl ich eigentlich normalerweise gerne das Böse spiele, aber dieses Mal möchte ich irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie... Sarah? Aus dem Weg. Gibt es hier eine Möglichkeit, vorbeizukommen? Ohne entdeckt zu werden? Das sagt, wir müssen da nach oben. Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg. Es muss noch einen anderen Weg geben, oder? Computereinsteiger. So, der müsste hier passen. Ich würde ja den hier nehmen und den für hier. Nur der passt hier. Das heißt dann, der muss hier passen. So, Tür öffnen. Ah! Alarmier nicht die Security. Aha. Hier nehmen wir alles mal mit. Schwarzmarkt-Antiquität. Können wir sicher irgendwo gut verkaufen. Okay, die hat nichts an. Anzug Tiefminen. Teilchenzünder, Schrapnellgranate. Wie kommen wir hier durch ohne... ohne entdeckt zu werden? Ich glaube, es hat... Da müssten wir doch irgendwie reinkommen. Oder durchkommen. Da haben wir ja auch eigentlich eine Tür. Ja. Sarah, kommst du? Dal Makhani, langsam gekocht und reduzierte Linsen in einer Mischung aus Gewürzen und Kräutern.
Ich kann mich jetzt nicht noch mehr bücken, ne? Steckt die da jetzt? Die steckt da fest. Iridium Metabolicum nehmen wir mit. Okay, aber hier bringt es mir nichts zu sein. Gar nichts. Das heißt, wir haben eh keine Wahl. Wir müssen da schon irgendwie durch. Sarah? Wenn es okay ist, würde ich gerne mit Admiral Logan reden. Ja, ich schicke ihn mal nach Hause. Wirst du mich nicht los. Ah, okay. Ich kann sie jetzt nicht nach Hause schicken, bis wir die Quest erledigt haben. Und ich hatte gedacht gehabt, vielleicht von hier kommen wir darüber, da oben rum, entlang. Ist auch nicht der Fall. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Ich hoffe nur, dass da oben vielleicht doch irgendwie eine Lücke offen ist. Nehmen wir mal mit. Wir müssen ja unsere Basis auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Hier auf der Erde. Okay, ich speichere noch einmal hier. So, ganz langsam. Ich versuche erstmal da hinten rum. Die ist aber auch eine. Hat die uns jetzt erstmal hier. Egal. Egal. Ja, aber die Aussicht ist geil. Der Schrotflinten-Zertifikat-Skill erhöht den Schaden durch Schrotflinten. Kann ich hier sagen, soll ich hier warten? Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, schieß los. Okay, die hat dann. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Ist doch überall ganz in der Nähe. Warte mal. Vielleicht müssen wir wirklich so hier rum. Ah, der Roboter. Ich muss an denen irgendwie hier vorbeischleichen, ohne entdeckt zu werden. Kommen wir hier überhaupt vorbei? Ohne Tote? Sarah, hör auf zu schießen! Sarah, hör auf! Hör auf! Sarah! Hörst du auf? Komm nur her! Wo bist du hin?
Ich weiß nicht, was ich sagen. Nein, Sarah, hier geblieben. Wir sind außer Gefahr. Danke. Danke, Sarah. Ich hab keinen Bock mehr. Wir machen das jetzt so, auf diese Art. Okay, früher oder später wären wir so oder so erwischt worden. So. Finde Brayson Bayou. Oh. Ich werde den Dude jetzt endlich mal persönlich treffen. Gab's noch mehr von den Dingern? Entwarnung, hier ist nichts. Habe ich ein paar von den Lüftungsschächten verpasst? Ja, Sarah muss ich erstmal überall durchballern. Alter Sarah! Wie komme ich jetzt nach da oben? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich hier? Okay, das funktioniert nicht. Guck mal, ob es da vielleicht noch mehr Wege gibt irgendwo. Könnte aber schwierig werden, da einen Weg nach oben zu finden. Hier gibt es aber nichts nach oben. Ne, nach oben sehe ich jetzt gerade nichts. Nein! Okay, ich hab's wenigstens bis hierhin geschafft. So, das ist Bayo. Brayson Bayo. Aufhören! Nicht schießen! Wenn du den Verschlüsselungscode willst, kannst du ihn haben. Es gibt keinen Anlass für Gewalt. Du irrst dich. Woher wusstest du, dass ich wegen des Verschlüsselungscodes hier bin? Als du auf dem Computer im Energiekern zugegriffen hast, hat er mich benachrichtigt. Ich wusste, dass du kommst. Ich wusste nur nicht, wann. Es muss einen Haken geben. Nein, kein Haken. Ich will dich nicht reinlegen. Wenn du den Code willst, gehört er dir. Im Moment
würde ich alles tun, um mich an meinen Bruder zu rächen. Und er hat sich alles selbst zuzuschreiben. Du hast recht, er hat es nicht anders verdient, was? Ich bin sicher, du hast gute Gründe, deinen Bruder zu hassen. Wenn es etwas zwischen dir und deinem Bruder gibt, ist das nicht mein Problem. Wer ist denn dein Bruder? Du machst Witze, oder? Mein Bruder ist Benjamin Bell. Ach so. Er ist Neons Verwalter. Und der Grund, warum ich so... Ach so, ich dachte, er wäre das jetzt. Wenn es etwas zwischen dir und deinem Bruder gibt, ist das nicht mein Problem. Hör zu, du bekommst, was du willst. Dann kannst du mich wenigstens anhören. Ich habe mein ganzes Leben lang in Bens Schatten gelebt. Für ihn läuft immer alles gut. Während ich von einem Job zum nächsten springe und mich kaum über Wasser halten kann. Die ganze Zeit über lacht er mich hinterrücks aus. Er macht sich gerne über seinen dummen Bruder lustig. Als würde ich das nicht irgendwann herausfinden. Tyrannen wie dein Bruder stürzen irgendwann. Das ist unvermeidlich. Vielleicht solltest du einfach etwas abwarten. Mir den Code zu geben, ist eine gute Möglichkeit, es deinem Bruder heimzuzahlen. Du sollst alles Zwielichtige, was Benjamin Bayou getan hat, aufdecken. Du sollst ihn ausschalten. Woher weißt du, dass er hinter deinem Rücken über dich redet? Du sollst alles Zwielichtige aufdecken. Das würde nichts nutzen. Für jede seiner Intrigen hat er eine kugelsichere Ausstiegsstrategie. Der Mann ist praktisch unsterblich. Das stimmt. Er ist allglatt und kann sich aus jedem Rechtsverfahren winden. Weißt du was? Ich habe es satt, herumgeschubst zu werden. Jetzt übernehme ich mal die Kontrolle. Der Schlüssel für mein Terminal lautet GEN-41A18. Damit solltest du an den Code kommen und an alles andere, was du brauchst. Ich verschwinde von hier, solange ich noch kann. Wenn du fertig bist, solltest du dasselbe tun. Wie bist du bei Jannadyne gelandet? Wie hart ist es für dich hier unten bei Jannadyne? Warum sind du und Benjamin so zerstritten? Weil er ein doppelzüngiges Arschloch ist. Deshalb. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Als wir jünger waren, haben wir uns nie gut verstanden. Ich meine, er ist 11 Jahre älter als ich. Wir hatten unterschiedliche Mütter. Wir hätten auch aus 2 verschiedenen Familien kommen können. Ich bin mir sicher, dass eure Eltern sich um euch beide gleichermaßen gekümmert haben. Das ist ein ziemlicher Altersunterschied, auf jeden Fall. Dafür gibt es einen Grund. Ich kannte meine echte Mutter nicht. Sie war die Geliebte meines Vaters. Und es hieß, sie verschwand aus Neon, als ich erst 2 Jahre alt war. Bens Mutter scherte sich einen Dreck um mich. Ich durfte sie nicht mein Mom rufen. Ich musste sie Liliana nennen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann mein Dad. Er war so in das Tagesgeschäft von Neon vertieft, dass er keine Zeit hatte, sich um seinen unehelichen Sohn zu kümmern. Das tut mir sehr leid. Du wirst trotzdem nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren. Hast du jemals nach deiner leiblichen Mutter gesucht? Klingt so, als würde Benjamin dir deine Herkunft übel nehmen. Möglich. Oder nimm die Hände runter. Noch erster Güte, das nach unserem Vater kommt. Hör zu, ich weiß zu schätzen, was du zu tun versuchst. Und es ist schön, sich das von der Seele zu reden. Aber darüber zu reden, ändert nichts. Deshalb habe ich dir den Code gegeben. Alles, mit dem ich Ben eins auswischen kann, ist die richtige Therapie. Ja, okay, wenn er nicht drüber reden will. Lieber nichts von unserem Gespräch. Das würde ihm nicht gefallen. So, Sarah, hast du dich beruhigt? Ich hoffe. Und du, nimm die Hände runter. So. Hier. Ich lese dir mal alle durch. Vielleicht ist da irgendwo eine geheime Quest oder so. Du darfst gehen. Sarah, ich hoffe, sie hat jetzt niemanden umgebracht. Benjamin Bayes Penthouse beschränkt. Ach, wir sind hier, okay. Ich hätte vielleicht auch mehr Dingens skillen können oder sollen. Astral Lounge? Ah! Ich habe mit dir noch ein ernstes Hühnchen zu rupfen, Sarah.
hier lieber von Aurora fern. Diese Droge kann dein Hirn zu Brei machen. Ja, hat mir auch nicht gefallen, dass die hier einfach angefangen hat rumzuballern, weil wir kurz erwischt wurden, ja? Wir hätten uns nochmal irgendwie verstecken können oder so. Aber, naja, okay. Ist halt nicht anders. Bethesda-Spieler halt. Ah, da bist du ja. Was hat dich aufgehalten? Es gibt viel zu besprechen. Es ist offensichtlich, dass du hier bist, um jemanden zu treffen. Zum Glück wurde dieser VIP-Raum unter falschem Namen gemietet. Ich nehme an, dass dieselbe Person dir den cleveren kleinen Virus geliefert hat, den du in Jenna dein System installiert hast. Wenn du weißt, warum ich hier bin, dann weißt du auch, was auf dem Spiel steht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wenn du so schlau bist, dann findest du doch heraus. Oh, das werde ich. Mit oder ohne deine Hilfe. Weißt du, Ehre, wem Ehre gebührt. Dieser Virus ist ziemlich beeindruckend. Ihn zu entfernen, wird mich zehntausende Credits kosten. Ich werde die Fähigkeiten der Crimson Fleet nie wieder als selbstverständlich ansehen. Ein Deal mit der Fleet ist billiger als für die Entfernung des Virus zu bezahlen. Wenn du weißt, dass ich von der Crimson Fleet bin, dann weißt du, dass wir es ernst meinen. Ich entferne ihn für die Hälfte des Betrages. Was kümmert es dich, ob die Crimson Fleet die Geheimnisse von Janadine stiehlt? Weil ich, wie die meisten einkommensstarken Unternehmen in dieser Stadt, ein persönliches Interesse an den Gewinnen von Janadine habe. Aber es geht nicht nur um Geldverlust. Ich mag es einfach nicht, wenn in meiner Stadt ohne meine Zustimmung irgendwo rumgepfuscht wird. Ach, das ist Benjamin Bayou? Okay. Ein Deal mit der Fleet ist billiger als für die Entfernung des Virus zu zahlen. Wenn du weißt, dass ich von der Crimson Fleet bin, dann weißt du, dass wir es ernst meinen. Versuch mal das hier. Und ich bin Geschäftsmann. Also weiß ich, wann ich aus einem Geschäft aussteigen muss. Weißt du warum? Weil ich nicht mit Piraten verhandle. Sie wissen nicht, was Verpflichtungen und Verträge sind. Oder wie man einen raffinierten Deal abschließt. Für deinesgleichen gibt es nur rohe Gewalt. Erst schießt ihr, dann nehmt ihr euch, was ihr wollt und stellt später Fragen. So mache ich keine Geschäfte. Deine Methoden sind nicht anders als unsere. Deine Arroganz ist verblüffend. Deshalb sollst du dich nicht einmischen. Wieso kann ich jetzt nicht für die Systef-Antworten machen? Siehst du? Du kannst nur mit Gewalt drohen. Genau das meinte ich. Ich wollte hier nicht debattieren, sondern ein Angebot machen. Du musst mir nur sagen, wer von dem Virus profitiert, den du hochgeladen hast. Im Gegenzug lasse ich dich diese Stadt lebend verlassen. Du machst mir Gänsehaut, Bayou. Lügen, ich war's. Lügen, es war Brayson Bayou. Es war Estelle Vincent. Vielleicht können wir stattdessen eine finanzielle Vereinbarung. Und was passiert mit ihm? Darüber musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Du zeigst mir den kleinen Maulwurf und ich erledige den Rest. Du musst dir nicht mal die Hände schmutzig machen. Ich könnte Brayson hier verraten. Ich könnte Estelle verraten. Ich könnte es aber auf eigene Kappe ziehen. Komm, ich sag, ich war's. Echt jetzt? An der Geschichte willst du festhalten? Na gut. Neon Security wird sehr bald eine Leiche entdecken. Eine mit konkreten Beweisen, die dich mit dem Mord in Verbindung bringen. Du hast wohl etwa eine Stunde, um zu verschwinden, bevor ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt wird. Du lässt jemanden umbringen, nur um es uns anzuhängen? Du bist wirklich ein Molch von einem Mann, Bayou. Ich nehme an, können wir ihn ausschalten? Unsere kleine Vereinbarung ist damit beendet und du verlässt unsere schöne Stadt. Oh, wenn du zum Schlüssel zurückkehrst, richte Neva und Delgado meine besten Grüße aus. Wenn er Estelle in dem Savar Place, okay. Ja, ich wollte jetzt niemanden hier verraten, in Schwierigkeiten bringen. Aber, ja, okay, undercover kann ich ihn jetzt auch schlecht umbringen. Und ich fand's auch doof, dass Sarah jetzt Dings hier rumgeballert hatte. Jetzt muss ich mich aber beeilen.
Dann sind wir jetzt dem Schmierfink hier, sage ich jetzt mal, endlich mal begegnet. Aber wir können ihn jetzt vielleicht erschießen einfach. Hä, warum muss ich jetzt da lang? Der Vigilance muss ich auch noch Bescheid sagen. Definitiv. Ich mache mir Sorgen gerade, was da passiert. Hä? Was ist denn jetzt gerade los? Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum... Ich wollte schon sagen, was war jetzt gerade mit dem Sensor los? Madame Savage Place? Sagen wir da mal Bescheid. Viele arme Seelen, die es nicht nach New Atlantis geschafft haben, schuften jetzt in Neons Fischerei. Hey, hallo? Achso, wir müssen nach hinten. Ja. Da ist die gute Dame. Gut, dass du wieder da bist. Tut mir leid wegen der Benjamin Bayou-Sache in der Astral Lounge, aber es ging nicht anders. Die Dreistigkeit dieses selbstgefälligen Mistkerls sucht ihresgleichen. Unfassbar. Er macht mir keine Angst. Er ist ziemlich furchteinflößend. Ich bin damit fertig geworden. Was ist in der Astral Lounge passiert? Nun, ich habe gehofft, wir würden deine Rückkehr mit ein paar Drinks und einer Menge Aurora feiern. Ich wollte gerade anfangen zu feiern. Da gab Boone Morgan mir den Tipp, Bayou sei mit einigen Schlägern von Neon Security unterwegs nach unten. Ich bin sicher, dass ich ihn nur knapp verpasst habe. Sind viele gute Sachen zurückgeblieben. Verdammt. Er macht mir aber keine Angst. Es macht dir keine Sorgen, dass er den Virus entdeckt und so schnell rausgefunden hat, wo wir uns treffen? Ist sicher schön, so naiv zu sein. Ja, ich glaube, ich bin hier fertig. Ich habe, was ich brauchte, aber es tut mir leid, dass du es nicht bekommen hast. Es war für die Crimson Fleet, also kommt es uns allen zugute. Ach, komm. Ja, ich bin zu diesem Zeitpunkt so gut wie erledigt. Seit Bayou den Virus markiert hat, kann ich keinen Zugriff auf das System riskieren. Meine ganze Arbeit, um Janet einzuknacken, ist weg. Jetzt sitze ich in der Patsche. Die Vorarbeit für diesen Job hat mich einen Haufen Geld gekostet. Und ich kann nicht alles zurückzahlen. Du kannst das Risiko zurück. Auf dem Schlüssel lege ich vielleicht ein Wort bei Delgado für dich ein. Lass mich dir ein paar Credits geben, um deine Kosten zu decken. Wem schuldest du Geld? Nun, ein Geschäftspartner von mir namens Nix war der Erfinder des Virus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Dann sind da die Leute, die ich bezahlt habe, um auf Ayumi Komiko aufzupassen. Einige Wachen bei Genedine. Wie gesagt, es war ein Riesenjob. Eigentlich sollte ich meine Quellen nicht preisgeben, weil du dann auch auf ihrem Radar bist. Aber hey, du hast gefragt. Ja, hier. Nimm ein bisschen Geld. Genau, das hat mir vorgeschwebt. Du bist wohl doch nicht so ein Neuling. Wie viel bist du bereit abzugeben? Mehr kann ich mir nicht leisten. Mehr kann ich mir nicht leisten. 9000, mehr kann ich mir nicht leisten. Ach komm, hier, gönn dir. Wow, das ist viel mehr als erwartet. Ich wusste nicht, dass du so großzügig bist. Ich hatte auch keine Ahnung. Aber wir sind dir sehr dankbar für alles, Estelle. Na gut, ich denke, wir sind hier fertig. Sag Delgado, falls er mich jemals brauchen sollte, bin ich immer noch für ihn da. Und hey, du wirst von mir kein Neuling mehr hören. Was mich betrifft, bist du jetzt einer von uns. Das Herzblut der Fleet. Sollte jemand das anders sehen, schick die Person auf ein Wort zu mir. Glaubst du, dass Kriegs für Mexiko wirklich... Was hast du als nächstes vor, Estelle? Ich hörte, auf dem Schlüssel spitzte sich zu. Also fliege ich vielleicht mit meinem Vogel hin, um mir das anzusehen. Gerüchten zufolge hat Delgado ein paar handfeste Informationen über Kriegs Vermächtnis, von dem er seit ein paar Jahren erzählt. Wenn daran auch nur ein Funken Wahrheit ist, will ich dabei sein, wenn Shinya Voss die Beute aufteilt. Wenn du verstehst, was ich meine. Hat Benjamin Bayou deine Pläne, den Virus zu benutzen, komplett durchkreuzt? Durchkreuzt? Nein. Ich hatte gehofft, er bliebe langfristig in Genedines Mainframe, aber immerhin hat er mich schon mit einer riesigen Datenmenge versorgt. Nix weiß wirklich, was er tut. Obwohl er mir etwa 6 Monatsgehälter in Rechnung gestellt hat. Mit etwas Glück habe ich meine Kosten im Nu wieder drin. Alles klar, Pass einfach auf dich auf. Benny wird nicht gerade begeistert sein, dass du mit seinem Bruder gesprochen hast.
Benny. So, okay, wir müssen jetzt abhauen. Wir müssen jetzt zum Schiff. Und ich glaube, das wird mit Benjamin Bayou gleich noch richtig übel ausgehen. Auf dem Flugplatz, Landeplatz. Der hat ja gesagt gehabt, eine Stunde haben wir. Und eine Ingame-Stunde müsste jetzt schon locker um sein. Gehe ich mal von aus. So, Raumhafen. Na, ich mache mir Sorgen. Das wird gleich noch übel enden. Geh weiter. So. Obwohl, sieht momentan noch nicht so aus. Verdammt, wir haben Schmuggelware jetzt mit aus Eurodyne geklaut. Eurodyne, sage ich schon. Genadyne. Wenn es nicht Jameson ist, fühle ich mich so langsam heimisch. So. Einmal nach oben. Nein! Immer schön runterfallen. Keine Ahnung, wo der Rest meiner Crew ist. So, aber jetzt schnell weg. Ah, okay, da sind sie schon. Du kannst dich abschneiden. So, auf nach Krux. Geht's los? Jo. Ich habe jetzt aber irgendwie mehr erwartet, was da jetzt auf uns zukommt. Okay, ist gerade sehr dunkel. Aber komm, wir docken an. Das Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer. So, okay. Sprich mit Neva. So. Hier ist die Hölle los, Neuling. Delgado braucht dich schnellstmöglich mit Jazz in der Reparaturhalle. Hoffentlich ist das nicht schlimm. Hat jemand eine Kartoffel zu lange in der Mikrowelle gekocht? Wann hört ihr alle auf, mich Neuling zu nennen? Ich habe den Job erledigt und ich verdiene Respekt. Willst du nicht wissen, was in Neon passiert ist? Oh, es ist schlimm. Echt schlimm. Delgado wird dir die Details erklären. Und nun ab in die Reparaturwerkstatt. Los! Ja, mecker jetzt nicht rum. Oh! Wir haben wieder eine neue Stufe. Schauen wir uns aber gleich an. Ich will jetzt wissen, was los ist. Wir wissen, was passiert ist. Das war, weil das sah jetzt gerade, da war alles sehr, sehr dunkel. Ich weiß, ist verlockend. Aber zettelt hier keinen Streit an. Okay, da sind sie. Was ist passiert? Du bist sicher, dass die Abwehrbatterien einsatzbereit sein werden? Nein, ich bin nicht sicher. Sie sind in wirklich schlechtem Zustand, der... Ich bewahre diese Station mit Klebeband und Spucke vor dem Auseinanderfallen und du willst, dass ich ein Kaninchen aus dem Hut zaubere? Ich will keine Ausreden hören. Ich will hören, dass das Problem behoben wird. Punkt. Erledige es. Ist ja gut, bin schon dabei.
Würdest du vielleicht aufhören, hier rumzustehen und die Daten des Verteilernetzes übergeben? Hier sind sie. Ah, perfekt. Nehme ich. Was meckert er hier so rum? Verlässlich, wie immer. Anders als gewisse Leute, die wir kennen. Oh, das ist wirklich witzig. Also gut, hör gut zu, denn ich will das nicht zweimal sagen. Wie wir hören, versammelt die UC Systev sich irgendwo in der Nähe für einen Angriff auf den Schlüssel. Wir bereiten uns auf ihre Ankunft vor. Bitte flieg direkt nach Bannock 4 und bring Kriegs Vermächtnis heim. Ich werde sofort mein Schiff bereit machen. Sag mir genau, was ich für dich tun soll. Ich würde lieber hierbleiben und kämpfen. Warum ist Kriegs Vermächtnis so wichtig? Woher weißt du, dass die Systev sich für einen Angriff sammelt? Ich habe eine sehr zuverlässige Quelle beim MEST. Man war dort so besorgt, dass die Bedrohung real ist, dass man die Informationen sofort an uns weitergegeben hat. Okay, ich werde sofort mein Schiff bereit machen. Mach langsam und hör zu, bevor du vorschnell handelst und alles ruinierst. Jazz, leg los. Also gut. Als erstes werde ich die Daten, die du von Jennadyne gestohlen hast, in die Datenbanken des Schlüssels hochladen. Du musst nur ein Verteilernetzmodul bauen und in deinem Schiff installieren. Oh, und wenn du es noch nicht getan hast, musst du auch das Comspike-Modul installieren. Wenn wir schon dabei sind, sollen wir gleich deine Einkäufe für dich erledigen? Sobald dein Schiff bereit ist, springst du zu Bannock 4, gehst an Bord der Legacy und bringst uns das Geld. Klingt recht simpel. Da muss es einen Haken geben. Natürlich gibt es einen Haken. Dachtest du etwa, das wäre einfach? An Bord der Legacy musst du nach 2 Transfermodulen Ausschau halten. Das sind spezielle Schlüssel für den Zugang zum Tresorraum des Schiffs. Wenn du das Kontrollzentrum gefunden hast, schließ den Datenkern an, den ich dir gebe, und lade alles runter, was sie haben. Und bevor du auf die Schnapsidee kommst, mit dem Geld abzuhauen, die Währung wird stark verschlüsselt sein. Nur ein Genie wie Shinya wird diese Verschlüsselung knacken können, also bring es sofort hierher zurück. Natürlich bring es hierher, ich bin kein Verräter. Machst du Witze? Hier ist jeder ein Verräter. Hör zu, ich werde es dir ganz einfach machen. Landet das Geld irgendwo anders als auf dem Schlüssel, spüre ich dich auf und reiße es dir aus den toten Händen. Und jetzt los. Was bereitet dir an dem bevorstehenden Angriff die größte Sorge? Wer sind diese Captains, die du ständig erwähnst? Steckt hinter Kriegs Vermächtnis mehr als nur das Geld? Los, komm. Jetzt, bevor es zu spät ist. Ja. Oh, mit dir muss ich auch noch reden. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also fass dich kurz. Wie hilft mir das Comspike-Modul, die Legacy zu finden? Wie hilft mir das Verteilernetzmodul, die Legacy zu finden? Was kannst du mir über die Abwehrbatterien des Schlüssels sagen? Hilfst du mir bei meinem Schiff? Na komm, wir fragen jetzt mal das. Der Comspike verfolgt und entschlüsselt verschlüsselte Signale. Solange du eine Transponder-ID hast, kannst du so ziemlich alles verfolgen. In der Datei aus dem Gerbank-Archiv war der Transponder-Code der Legacy, den ich in dein Navigationssystem einprogrammieren werde. Du musst nur in die Nähe von Bannock 4 kommen und der Comspike zeigt dir automatisch das Ziel an. Nettes Spielzeug, was? Okay, und wie hilft mir das Verteilernetzmodul, die Legacy zu finden? Du weißt ja bereits, dass das Verteilernetz ziemlich raffiniert ist. Es absorbiert extreme Spannungen und wandelt sie in nutzbare Energie für Neon um. Die Version für dein Schiff kann immer noch eingehende elektrische Energie absorbieren. Zum Beispiel das EM-Feld um Bannock 4. Aber sie kann die Energie nicht speichern. Stattdessen zerstreut sie die EM harmlos von der Hülle weg. Und verhindert, dass dir alle Stromkreise an Bord durchbrennen. Und ich wette, als netter Nebeneffekt wird dein Schiff etwas widerstandsfähiger gegen EM-Waffen und seine Schildregeneration wird erhöht. Du Glückspilz. Ah, okay. Was kannst du mir über die Abwehrbatterien des Schlüssels sagen? Es gibt 3 Abwehrbatterien, hochleistungsfähige militärische Weltraumgeschütztürme, die im Dreieck um den Schlüssel angeordnet sind. Sie waren Teil der ursprünglichen Abwehrmaßnahmen der UC für die Station. Ziemlich effektiv. Sie können feindlichen Raumschiffen großen Schaden zufügen. Gut ist, dass die Batterien ein unglaublich breites Feld abdecken, sodass sie Schiffe, die den Schlüssel erreichen wollen, von jedem Vektor aus abfangen können. Schlecht ist, dass die Technik 100 Jahre alt ist. Sie gehen ständig kaputt und es ist verdammt teuer, sie in Betrieb zu halten. Okay. Hilfst du mir eben bei meinem Schiff? Kein Problem. Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden. Sollten leicht zu installieren sein. Okay, mein Schiff muss
Repariert werden? Ich glaube nicht. Zeig mal, was für Schiffe du im Angebot mein hast. Mein Laden ist offen, solange das Geld stimmt. Was hat sie da für Schiffe, die ich vielleicht haben könnte? Phantom 2 würde ich nicht haben wollen. Spectre. Ghost. Reaper. Und Banshee. Banshee war ja geil. Und Wraith. Der hätte sogar C, aber hätte auch einen Platz mehr für ein Crewmitglied. Aber der Banshee gefällt mir am meisten vom Aussehen her. Da warte mal. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen. Mit dem Schiff helfen? Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden. Sollten leicht zu installieren sein. Ja, dann würde ich, würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Dann würde ich. Nach Spaß. Mal sehen, was ich habe. So, dann würde ich tatsächlich hier das hier mal nochmal neu umbauen wollen. Achso, nee, Schiffsbilder. Einmal komplett alles weg. Kann ich auch. Ich fange hier einfach mal von null an beim Bau. So. Womit fangen wir an? Ich könnte damit anfangen. Oder der? Nee. Okay, die sind immer so, man kann nur nach oben rum rein und nicht nach hinten. Ich würde gerne einen haben, wo man wirklich hier eine Tür reingeht und dann so drin ist. So, ich will jetzt aber eben den Anfang mal zu bauen. Was hat die hier? Nein. Crewstation 4. Hier nur 2. Ach komm, wir nehmen den. Ah, ich kann den nur so? Okay. Dann Docker... Nee, auch nicht. Kann ich den... Okay, ich kann den nur nach links oder rechts. Aber fangen wir erstmal mit den Räumlichkeiten an, würde ich sagen. Wohnmodulen. Dimos Kajütenleiter. Dimos Lagerraum. Ne, wir fangen mit dem Kajütenleiter an. Hier. So. Dimos All-in-One Anlegeplatz. Dimos Waffenkammer. Captain Wohnquartier. Nein, nicht da. Den würde ich hier machen wollen. Und Computerkern könnte ich hier hinpacken. Und Kontrollzentrum hier, würde ich sagen. Machen wir mal so. Dann hier Kajütenleiter könnte man nochmal hier hinsetzen. Kann ich nicht mehr KI... Ach, hier. Wohnquartier, Computerkern, Kontrollzentrum, Krankenstation, Wohnquartiere. Nee, warte. Den weg. Technikstation, Wohnquartier. Den packe ich mal nach
unten. So, hier hin. Dann haben wir hier zumindest die Kajütenleiter. Dann muss das hoffentlich hier auch reingehen, anstatt hier irgendwo. Ich hoffe, hier gehen die nicht irgendwo rein. So. Dann mal gucken. All in one. Technikstation A, Technikstation B. Wohnquartiere. Ne, warte mal. Dann würde ich hier unten. Wissenschaftslabor, Werkstatt. All in one. Dann würde ich unten nochmal ein paar von den Dingern machen wollen. So. Kopieren. Wo waren das? Duplikat. Packen wir hier hin. Dann haben die halt ihre Wohnräume. Da unten. So, dann brauchen wir noch eine Waffenkammer. Würde ich hierhin eine setzen. Waffenkammer. Krankenstation. Wissenschaftslabor mache ich hier nochmal eine hin. Und eine Werkstatt packen wir hier hin. Und eine Krankenstation würde ich dann da drunter setzen. Kann ich jetzt... Warte mal, dann machen wir das anders. Das weg und das weg. Dann machen wir hier Technikstation A hier hin. Und Technikstation B hier auf die Seite. Und dann kann da unten von hier, Werkstatt haben wir ja, die Krankenstation hin. Ja, hier passt perfekt. Haben wir noch was, was wir hierfür brauchen? Wohnquartier, Krankenstation, Kontrollzentrum, Computerkern, Captain, Wohnquartier. Waffenkammer. Nope. Dann Reaktorkern. Der wäre Klasse B, der wäre Klasse B. Ich würde sagen, von denen würde hier Sinn machen, einen hinzupacken. Dann Schilde, Klasse B, würde ich den dann hier hinsetzen. Würde wirklich mehr Sinn machen. Struktur. Fange ich gleich an. Waffen fange ich gleich an. Stationen haben wir. Rast. So, was bringt am meisten was? Der hat 300. Die gehen wieder nicht. Wo war denn der mit 300? Das hier war das. Würde vielleicht hier Sinn machen. So, eins. Zwei. Einmal umdrehen. Drei. 4. Da würde es vielleicht Sinn machen, würde ich sagen. Ja, ich überziehe jetzt mal ein bisschen die Folge, um das zu bauen. So, Cockpits haben wir. Ich glaube, mehr Etagen brauchen wir auch nicht, außer die beiden. Ich hoffe, das wird auch diesmal vernünftig klappen. Docker brauchen wir einen. Würde ich den Docker hier hinsetzen? So, Antriebe, ja. So ein. Ein auch für die andere Seite, so nochmal. Dann weiß ich jetzt nicht...
Haben wir für oben was? Oder das hier für unten? Genau, für so. So, Mobilität ist bei 83. Nice. Dann kann man hier drunter Füße machen für das Ding. So, Ausrüstung, Verteilernetz. Ich kann den... Okay, da machen wir das gleich. Warte, den muss ich... Comspike packe ich auch mal hier hin. Und Scanstörer, Einzelfrequenz. So, was Treibstoff angeht, wo packen wir die hin? So, nochmal. So. Und auf der Seite genau. Ah, okay. Das wird schwieriger. Dann packen wir das weg. Oder warte. Den können wir nicht machen, weil wir da Raumschiff-Design brauchen. Würde ich das hier vielleicht doch lieber nehmen wollen. Für hier. Duplikat. Auch einmal für die Seite. Obwohl, warte mal, so sieht nice aus. Machen wir so. Das hat sowas. Für drunter. Nee, das geht nicht. Aber so sieht wieder geil aus, finde ich. Getriebe, ja, Fahrwerk. Oh, nice. Passt das da? Könnte rein theoretisch passen, wenn ich den hier jetzt eher nach hier hin packe. Und dann dahin. Da könnten wir das so hinsetzen. Ich verschiebe das auch nochmal hier hin. So, den nochmal dahin. Hä? Ist das derselbe? Ich dupliziere den nochmal. Ah, okay. Ich habe den nur falsch herum dahin gesetzt. Okay, aber so ist besser. Brauche ich den aber noch einmal. Für hier unten. Und nochmal für die Seite. So, passt das von Dingens? Masse ist immer noch zu viel. Ich gucke nochmal bei Test. Nicht verbundene Module. Chef hat nicht verbundene Module. Ja, die drei dahin. Fehlt der Grafantrieb. Der Grafantrieb. Der fehlt noch. Graf. So. Der sieht am besten aus. Der hat aber... Habe ich irgendwo noch eine Lücke? Wenn ich den jetzt als Beispiel... Da wird es nicht gehen. Aber wenn ich den jetzt hier hinsetze... Ich weiß jetzt nicht, ob das passen könnte. Guck noch mal von unten. Ich glaube, das wird nicht reichen. Aber ich habe dann eine Idee, wenn ich den jetzt noch mal dupliziere und hier packe. Und das gleiche hier auch noch mal mache. So. So, Wohnmodule haben wir. Reaktorkern.
Den haben wir da. Schilde haben wir. Struktur wäre nur noch das, was fehlt. So, nochmal. Kann ich den nicht duplizieren? Wieso kann ich den jetzt nicht duplizieren, hä? Die muss Verkleidung vorne, hä? Haben die nicht, nicht so viel Vorräte, oder wie? Dann, wenn ich, okay, dann mache ich den nur hier hin. Wenn er den jetzt nicht so oft hat. Die muss Kiel vorne. Kann das sein, dass die wirklich alles nur gedingst hat? Was fehlt denn noch? Die verbundene Module. Wo kann ich die hinpacken? So, Bremsantrieb. Mal hier. Das kann ich duplizieren. Okay, immerhin. Dimus Dämpfer Backbord. So. Okay, das kann ich auch duplizieren. Kann ich das dann jetzt hier irgendwo hinpacken? Nein. Warum kann ich die jetzt nirgendwo hinpacken? Außer hier unten hin. Hallo? Dahin. Was ist damit? Wo kann ich den hinpacken? Gar nichts. Dimos Flügel A. Den würde ich dann hier hinsetzen wollen. Und den hier hin. Kann ich den dann... Packen wir das mal ein bisschen weiter hier hin, nach vorne. So. Für hinten hätten wir auch, aber... Das macht da gar keinen Sinn. Dämpfer, kann ich den... Wie wird der denn gewendet? Warte mal, Haupttech-Kappe vorne, mittig, hinten. Ah, okay. So. Und dann jetzt mittig einmal. So. Haupttech-Kappe mittig wieder. Nee, den lieber nicht. Haupttech-Marker? Bug vorne? Wird lieber irgendwie was anderes nehmen wollen. Also ich glaube, ich muss den doch eher so hinsetzen. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wohin ich da. Doch, ich sehe da was. Da kann ich das hinsetzen. Immerhin. Jetzt brauche ich aber etwas, um das eine da abzudecken. Irgendwas, was ein bisschen länger ist. Und ich brauche noch wieder Waffen. Oder so ein Kühler. Schubdüse. Verstrebung, Bremsantrieb, Nova-Verkleidung.
Ich guck mal, wie das mit dem aussehen würde, wenn ich das jetzt noch hier hinpacken würde. Und dann mittig kann man hier ansetzen. Nice. Und für hinten. Das bescheuerste Raumschiff, das ich überhaupt gebaut habe bisher. Aber naja, egal. Antrieb, Landestützen, Backbord, Nova-Kühler, Nova-Oberteil, Schubdüsen, Nova-Waffenhalterung. Packen wir mal hier einen hin. Und hier nochmal einen hin. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich hier mache. Stroud-Bremsantrieb. Ich glaube, das hätte mehr Sinn gemacht, aber egal. Oder der. Dann verkaufen wir das, das und das. Sowie das, das und das. Packen das mal eher woanders hin. So. Dann, Kappe für hinten. So. Auch nochmal so. Muss das auch noch für vorne geben, ne? Ja. Kann ich das eigentlich verkaufen? Und das da? Mache ich den noch einmal so. Einmal drehen. Nein, drehen. Nein, so. Den muss ich nochmal nehmen und nochmal so drehen. Genau wie das. Oder auch nicht. Aber dann kann ich das da unten. Ja, die kann ich jetzt woanders hinpacken. Nice. Wo ist das hin? Ach, hier. Hier hinten. Wie auch immer es nach da hinten gekommen ist. Das würde ich aber hier hinpacken. Wo ist das andere? Da. Das kann ich dann... Muss ich nochmal verschieben. So. Dann haben wir die zumindest alle da dran. So, wir sind wirklich schon richtig in der Überlänge. So, Waffen. Vanguard Teilchenkanone Ares. Das ist aber Klasse C. Auch Klasse C, Klasse C. B können wir aber schon. So, Autoneutronen-Dings. Klasse B Raketenwerfer. Hier hinten haben wir ja Waffen. So. Und nochmal für die andere Seite. So, dann brauchen wir... Pulslaser, ja. So. Und hier die Autokanone nehmen wir mal. Die packen wir mal hier hin. Und hier hin. Das interessanteste Schiff, was ich bisher gebaut habe. Sag ich jetzt mal. Aber es... Das Ding macht eigentlich so überhaupt gar keinen Sinn. Ich brauche einen anderen Docker, würde ich sagen. Der nach oben geht. Packe ich den doch lieber nach hinten.
So. Für Fracht brauche ich jetzt nichts. Da brauche ich nicht mehr Docker. Ich glaube, der würde am meisten Sinn machen, wenn ich den einfach hier hinsetze. Und dann den doch so. Ja, machen wir so. So, Antriebe. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das Ding ist, was ich hier habe. So, Schilde haben wir. Struktur brauchen. Brauche ich noch Struktur? Ein Fehler. Nicht zugewiesene Waffen. Ja, die können wir jetzt eben zuweisen. So. Vanguard. Autokanone Hellfire, würde ich sagen. Dann hier nehmen wir den Raketenwerfer. Und hier... Ne, hier machen wir den Raketenwerfer. Und hier nehmen wir den Pulslaser. Ne, warte. Hier Raketenwerfer und hier den Pulslaser. So, was sagt die Warnung noch? Alle Items werden in den Frachtraum geladen. Die Flugkontrolle sendet mehrere Warnungen zu diesem Schiff. Modifikationen dennoch bestätigen? Ja. Ah, warte, jetzt habe ich vergessen. Die Schiffsbilder. Einmal alles auswählen und Farbe. Es muss halt unseren Farben hier anpassen. So, hier nochmal so. Das gleiche hier auch nochmal. Mit Schwarz und Rot. Obwohl der Rotton sieht auch nice aus. Warte mal. Wenn ich den jetzt komplett schwarz habe hier. Und hier nochmal auf Rot gehe. Ja, aber dann müsste ich nee, das da kann ich doch noch komplett schwarz machen, oder? Ah, warte. So. Hier. Die Farbe noch sehen. Wir sind echt schon in der Überlänge. So. Warte mal. Hier kann ich... Ah, okay. Kann ich noch mal umfärben, so das was? Nein. So. Kann ich das da färben? Den kann ich nicht färben. Okay. Aber so gefällt mir schon ein bisschen besser. So. Belassen wir das dabei. Ja. Nehmen wir an. Da ist es jetzt die neue Argonische Maid. Und es ist jetzt unser neues Heimatschiff. Ja, dann heißt es, in der nächsten Folge, jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht, 20 Minuten Überlänge. Aber in der nächsten Folge gehen wir in den Krieg, sage ich jetzt mal. Nur, wir wissen noch nicht genau, also, welche Seite wir uns schlagen. Aber auf jeden Fall finden wir das in der, oder ab der nächsten Folge heraus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ich bin's, euer Max Deus und ciao.